das war schon ein interessantes Gefühl, mal so einen Doppelgänger von mir zu sehen. Und ich muss sagen, die Figur ist gut gelungen. Und ich hoffe, dass viele Leute damit auch gerne spielen werden. My impressions of this event in Germany are great. I mean, I think this is a sport that's expanding globally, and it's great to see fighters like Dennis Seaver coming out and being in the game and representing Germany. I think it's awesome. I mean, I actually love coming to Germany. I have a great time here, and I think German press, they're very. Ask a lot of difficult questions, but I think are very knowledgeable about not only the game but the brand. Even though there's issues with getting the programming out here, I still think the response has been overwhelming. So this event is it's great. Dennis Seaver. Dich mach ich klein. Ich denke, dass durch dieses Spiel viele Leute diese Sportart näher kennenlernen können und besser die Regeln verstehen können. Vielleicht sogar besser, als wenn man nur jetzt so einen Kampf im Fernsehen ansieht. Weil wenn man selber spielt, versteht man mehr von dem Spiel und man muss auch gewisse Regeln lernen, die man auch im Spiel beachten muss. Also ich bin sehr überrascht, denn 2009 war schon sehr, sehr gut und es gab Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen hat und die hat das konsequent verbessert. Beispielsweise, dass die Kämpfer besser aussehen, die sehen realistischer aus. Die Kampfstile vieler Kämpfer sind jetzt auch neu im Spiel drin, was eben vorher nicht gegen Roy Nelson, ich habe es gerade gespielt, ist eigentlich ein relativ dicker Mensch, der aber am Boden unglaublich gefährlich ist und den haben die super abgebildet. Also ich bin begeistert. And again, big right hand, beautiful head kick there. Oh, that right hand hurt him. Looking to finish his fight. Ja, es gefällt mir eigentlich ganz gut, dass ich hier also nicht nur in den Ring steigen kann und meine Männlichkeit beweisen kann, sondern auch hier zum Beispiel gegen Kollegen und so weiter auf den Konsolen zocken kann. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil sonst ist es meistens so, dass ich einfach nur sitze, kommt mein Kollege vorbei, hi, Hand geben und gut ist. Also es gefällt mir sehr gut und ja, auch wenn die Kollegen mich nach dem Event nicht mehr mögen werden, weil ich sie alle in den Boden hauen werde, aber das ist eine andere Geschichte. Der neue Teil ist eine klare Verbesserung. Grafisch viel, viel flüssiger als der letzte Teil. Die Bewegungen gehen besser von der Hand auch. Steuerung ist super intuitiv. Und es hat jede Menge Action im Ring auf jeden Fall. Tag there, Mike. Sure did. Oh, head kick. Just out of harm's way and then boom, the counter. Oh, good combination. Punishing strikes. Vor allen Dingen in dem Ambiente. Das ist natürlich toll. Hier ein frisch eröffnetes oder fast frisch eröffnetes Sportstudio. Und da mal einen echten UFC-Fighter zu sehen, das ist schon eine schöne Sache. Da ist ein Yoga. Ja, ich denke, da kommt irgendwas strategisch spektakulär. Als nächstes haben wir Becker die Barts.
Respekt, sein Bruder! Wen würdest du dir als Gegner wünschen? Carsten. Carsten steht eigentlich dafür. Ja, in das Spiel reinzukommen, ist für mich natürlich eine große Ehre. Und ich sehe das als Anerkennung für meine Leistungen. Das heißt für mich, dass die Leute mich gerne kämpfen sehen und wollen das sogar jetzt in einem Videospiel sehen. Absolutely lethal. Tennessee victorious tonight.